Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me hier auf Tube Tribute. Ich bin der Taste, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde noch kurz eine Tastenkombination drücken, um auf die Gaming-Einstellung meiner Tastatur zu kommen. So. Ja, wir befinden uns an der Stelle hier mit dem funkenden Licht und suchen Johnny Green Teeth. Grüne Zähne. Auf Deutsch. Und mal gucken, wer uns da erwartet. Der klang ja so ein bisschen wie ein Leaper, also so von der Art her. Ja, das sieht sehr gut aus, finde ich. Was war das? Das sieht sehr Leaper-mäßig aus. Was soll der sein? Das ist jetzt aber voll doof. Wenn der das ist, dann könnte sich das gleich als schwierig erweisen. Yam-yam. Yam-yam-Fische. Den einzufangen. Beziehungsweise rauszukriegen, was er noch weiß. So, halt. Ach, da. Ja, bitte. WTF. Wow, what? Ja, wie geil ist das denn? Bitte! Okay, sie sind... Also das Problem an der Sache ist, sie sind etwas schwächer. So, wie waren das andere? Das, dann schlagen? Nein. Nein, treten, schlagen, treten, treten auch nicht. Tommy, ich stieß gerade auf einige Leaper. Gruselig, sie werden unsichtbar. Ich wundere die böse Scheiße, die aus diesem Tunnel kommt, schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lang die Augen offen. Ja, ich bin bald da, aber finde ich jetzt auch nicht so lecker, muss ich ehrlich sagen. Rückwandlungsprojekt. Endlich haben die Katastrophen unserer Generation ein Ende. Das Rückwandlungsprojekt. Alles klar, Rückwandlungsprojekt. So, zack, zack, zack. Wir vergessen euch nicht. Sehr schön zu hören, meine ich. Sehr erholsam. So, da ist das Leaking Brain, zumindest das Werbeplakat hoch oben über uns. Und nach oben. Nach oben ist immer gut. Ja, super, jetzt dachte ich wenigstens, ich bin fast da. Bleib hart, Nillen. Bleib hart, komm hier, passiert doch nichts. So, jetzt bin ich angeschlagen und muss hier durch. Hui. Ja, super. Ist ja nicht so, dass sich fast jeder denken kann, was mich da jetzt erwartet. Oh ja, super. Egal, kloppen wir uns einfach mal wieder hier durch. Okay, aber da stand irgendwas. Und zwar so. Alles klar. Ich weiß es wieder. Jawohl.
zwar Schlangen. Schlangen treten, treten. Schlangen treten, treten. Cool. Öffnen Sie. Machen wir nochmal an hier. Das nenne ich stumpfes drauf losschlagen. Okay, und wie soll ich... Achso, wir haben hier noch... Jetzt haben wir hier beide Sorten von... Zack. Von den Viechern. Egal, prügeln wir uns durch. Und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, drei. Und, wow, mich hat's fast. Treten, schlagen, treten, schlagen. Der Move war cool. Unterbrechen wir die Coach-Sendung hier. Was haben wir denn Neues? Ein neuer Tritt. Das wäre schön. Sehr nicer Scheiß. Den nehmen wir doch. So. Jetzt müssen wir noch 6 Sekunden warten hier, was irgendwie mega anstrengend ist. Da haben wir einen. Arm. Jetzt machen wir doch nochmal hier den Sensendors. Jetzt machen wir das doch mal. Zack. Und treten, treten, schlagen. Ah. Herablassen. Gut. Schön gewesen, würde ich jetzt an dem Punkt sagen, das war doch mal wieder sehr interessant, dieses Zutreten. Macht nicht jeder, machen nur wir. Und irgendwie regieren wir hier wieder, machen wir wieder alle platt. Keine Schnitte gegen uns. Ups. Das ist wie im Zirkus hier. Okay, dann nach oben. Aha. Willkommen im Spieleland. Nee, was? Ja, welche Einstellung genau will ich denn? Die sieht gut aus, oder? Mal probieren. Probieren geht über studieren. So, und dann die hier. So, und dann können wir jetzt da hoch, da rein, da hoch, da rein, da rüber. Und dann sorgen wir noch dafür, dass wir darüber können. So well. Wer nicht wagt, der nur verliert. Zack. Sprinten wäre noch irgendwie so eine geile Option. Nee, tut mir leid, ich bin so doof, dieselbe Stange hochzuklettern. Boah, nee, oder? Boah, ist ja ätzend. Okay, aber das kann man von unten beheben. Das war die Einstellung. Und dann darüber und hoch, 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 hoch. Boah, ist das eklig. Okay. 2 Schritte zurück nochmal. Und zwar drehen wir den so und dann können wir nämlich dahin. Dann drehen wir den einfach. Nein. So. Zack, zack, zack. Und dann müssten wir jetzt eigentlich nach oben kommen.
erstmal verstehen, was das Spiel kann und was es nicht kann, beziehungsweise von der Wegfindung her. Aber das sieht sehr gut aus. Da sagt uns der Sensendoss, wir kommen gut voran. Oder das Sensen. Ah ja. Yay, willkommen zu Hause. Hoffe ich mal. So. Nur das gucken wir noch, ob wir das langsam können. Es ist ja jetzt ein Spiel rausgekommen, mal wieder. Von den Telltale-Machern, und zwar Game of Thrones. Und das spaltet extrem die Gemüter. Also, finde ich auch. Ich habe es mir mal angeguckt. Wait a second. Und ich finde, ja, es ist halt sehr einfach, ne? Es ist halt mehr Storytelling als irgendwas anderes. Also ein Spiel, was kein Spiel ist. Aber es ist okay. Ne, das muss man lassen. So von der Story her macht eine Menge Wett. Aber man sollte jetzt nicht die krasse Show erwarten, was den Inhalt angeht. Also beziehungsweise das, ja. Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich weiß nämlich nicht, wo ich lang muss. So, also nicht irgendwie so. So einen richtig krassen Story-Modus oder so. Also gibt's dann von der Erzählung her, aber nicht vom Spielinhalt her, von den eigentlichen Anforderungen. So. Schön, dass du hier bist. Ich dachte, wir sind zu Hause. Überwachen! Jawohl. Boah, ja. Schlag sie zu breit. Stirbt jetzt unser Quotenjäger? Muss jetzt erstmal durchprügeln. So, Schlangen, treten, Schlangen. Ich glaube, Fokus. Und zack, 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 zack. Entschlossene Schweine, was? So, schön. Tommy, komm endlich zu uns. Wir haben uns lange nicht gesehen, mein Freund. Als das Wasser fiel, kam die alte U-Bahn zum Vorschein. Diese gehirnamputierten Irren sind da durch. Sie haben die ganze Nachbarschaft überrannt. Du willst Johnny finden? Dann musst du tief ins Leaper-Gebiet hinein. Ei. Lange hatten die Nations. Halte sie noch eine Sekunde zurück. Ich mixe sie den kleinen Vorteil. Ein Tommy-Special. Na dann, machen wir doch noch ein bisschen prügeln. Zack. Okay, nochmal. Und zwar schlagen wir, treten wir, schlagen wir, treten wir. Und dann schlagen, töten. Schlagen, treten. Au! Schlagen, treten, treten. Was hast du denn gesagt, Tommy? Schlagen, treten, treten. Schlagen, treten. So. Und da war Schlagen, treten. Hä? What the fuck? Treten, Schlagen. Kotz. Hier bist du, ey. Komm. Lecco mio. Schlagen, 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 Schlagen. Oh. Millen, es ist soweit. Komm her. Juhu. Ich nenne ihn Junkboat. Eigenes Rezept. Nur nicht zurückhalten, Schatz. Es lebe die Liebe. Danke. Schließ die Tür. Hä? Das ist ja geil. Schneid sie ab! Schloss an der Tür auf!
Verstärkung abschneiden. So, haben wir den Leaper-Tunnel zugemacht. Das ist schön. Aber wollten wir da nicht rein? Mann, komm hier. Treten. Lang. Treten. Lang. Treten. Lang. Treten. Lang. Ist meine neuen schicken Kamare-Stiefel hier. Meine Ted-Stiefel. Bei Ted, da kriegst du noch eine Leder. Den Kassenzettel in einer Lederbroschüre. Ja, dann weißt du, was die Schuhe kosten. Schön. Und wieder mal hat Neely die Welt gerettet. Dachte ich mir! Scheiße. Nicht gut. Hey, willst du helfen? Bleib doch und hilf mir, die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Greentea. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in Lieper verseuchte Dunkelheit fällt? Also ehrlich. Yay. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Sei vorsichtig, Dylan. Da braut sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden. Auf geht's zu Bastille, würde ich sagen. Das ist doch geil. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Remember Me hier auf TripTubeDude. Bis dahin und ciao. Euer Taze. Und das war TripTubeDude. Bis zum nächsten Mal.